Ich kacke. Da ist Süßungsmittel und Zucker drin. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber... Da sind wieder irgendwelche klugen Köpfe gewesen, die sagten... Da bescheuert eigentlich, oder? Herzlich willkommen zurück zu Engineers mit dem Gorobai. Hallo, Nefi. Nass. Nein. Nefi nass. Das hatten wir doch schon mal. Enderman kann ich jetzt leider nicht fangen. Weil es regnet. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Will aber was anderes fangen. Was denn? Geh ich gar nichts an. Oh, hier ist ein Spinnenreiter. Ja, cool. Ich sammle mal ein paar Äpfel, weil eben keine Äpfel. Hast du alle Äpfel wegschnabuliert, ey? Nein. Ich denke, du bist nur auf Fleisch, ey. Bin ich auch. Nur auf Drogen. Drogen und Weiber. Aha. Was sagt Frau Bay dazu? Drogen und Weiber. Die sagt Party, Party. Was? Party, Party. Was hast du geraucht jetzt gerade in der kurzen Pause? Ja, er sagte nämlich vorhin, ich muss mal kurz weg. Ich muss mal kurz was hören, aber wie gesagt, in Wirklichkeit habe ich mir ordentlich einen durchgezogen. Ja. Du wolltest das Blubbern der Dubon hören oder so. Ja. Ah, hatten wir hier nicht mal irgendwann Pferde? Ja. Wo denn? Wenn du bei unseren Schafen stehst, also wenn du vor dem Schafstall stehst, hinten rechts. Bei diesem Redwood-Wald dahinter. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung du jetzt geflogen bist. Ich bin da in der Richtung. Ja, da waren Pferde. Schweine sehe ich. Was? Schweine sehe ich. Können wir auch reiten. Ich habe nicht so viel Bock drauf. Allgemein sind Pferde ja überbewertet, weil wir... fliegen können. Aber du willst einfach nur ein Pferd haben. Einfach just for the lols. Lalalala. Ich habe doch auch mal welche hier gesehen. Ja. Sind die alle tot? Können die ja nicht. Können ja nicht despawnen. Willst du gerade ein Pferd rein? Plopp, weg. Ja, so nicht, aber ich meine in der Natur. Ja, wenn, dann spawnen die auch neu, wenn sie da schon mal... Da ist eins. Eins. Eins ist besser als keins. Das klonen wir. Dann geht's ab. Kannst du das nicht in Safari-Netz tun? Doch, eigentlich schon. Bescheuert? Wieso geht es denn nicht? Geht nicht? Nein. Ist doch was im Netz drin, dann macht man einen Rechtsklick auf den Lernblock. War eine Fledermaus drin. Ernsthaft? Ja. Und dem anderen war ein Schwein. Moment, ich mach das andere Netz leer. Du Nase, du. Da ist nichts drin. Die da steht sonst immer, wenn da was drin ist. Die backen rum am Arsch, hab ich rumgepackt. Hör auf, ich hab genießt, guck nicht so. Oh, geh weg. Boah. Das bedeutet Krieg. Sammelst du mal den Schleim ein, bitte? Warum hast du den Slime denn jetzt rausgelassen? Weil bei uns ein Quarry-Loch ein Slime-Chunk ist. Wir können uns jederzeit einen neuen fangen. Achso. Da waren ganz viele, deswegen. Ich habe da einen mitgenommen gehabt, aber wir können den jetzt auch erstmal weglassen. Slimes sind halt gute Mob-Essenz-Geber. Jetzt hat's funktioniert. Aha. Komisch, ne? Wie geht das? Wie kommt das nur? Ah, 6 Äpfel, ne? Da müssen wir uns erstmal mit 3 Herzen jeweils begnügen. Gibt leider auch eine Regel hier bei uns, nicht mehr als 43 Leben oder so. Was? Naja.
Ich habe die Regeln aus Trust and Betrayal 1:1 übernommen. Hat er nicht gesagt. Deswegen musst du deine Tode auch wieder eintragen. Steht doch hier auf der Tabelle, 20 Tode ist so super. Ja, aber damit das ganze Team das weiß. Müssen sie meine Folgen gucken. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Oh, ich habe deine Kiste aufgeräumt. Das tut mir leid. Nein! Oh. Wenn da ein System drin war, dann tut mir das leid. Da war kein System drin, das ist einfach das mittlere Mausklick-System. Warum lacht der schon wieder so Chevy? Nichts. Wieso denke ich immer, dass man mit Tim baut? Ach, egal. Wegen nichts. Es ist nicht gut, wenn der Chevy lacht. Der Chevy lacht. Der Chevy? Team Chevy. Was hat denn der damit zu tun? Weiß ich auch nicht. Ein Pony! So, jetzt sicherheitshalber schon mal das zweite Pony, was ich gesehen habe, hier sichern. Damit mir sowas wie eben nicht passiert. Ich hoffe, das Let's Play guckt keiner an, der bei der Peter arbeitet. Oh, das ist... Ich hoffe auch nicht. Oh, kannst du das sehen? Na, was? Peter, dreh durch. Peter ist eine Akro, Leute. Akro-Pferde. Guten Tag. Hier, Goro. Dankeschön. 3 Stück. Zack. So. Ja, guck, was ich für uns gefangen habe hier. Echte, reinblütige Araberhengste. Araberhengste. Auf einem 2x2 Blockfeld. Nein, 2x1. Stimmt, noch schlimmer. Die können sich nicht mal drehen. Der eine darf auf den Arsch gucken, ja geil. Können sich nur drehen, wenn du sie drehst. Du bist ganz schön gemein zu unseren Pferden. Gemein zu unseren kommenden Pferden. Unsere Araberhengste. Hat gegähnt. Nee. Unprofessionell, ich weiß. Unprofessionell. Ich lege immer Sachen irgendwo hin und finde sie dann nicht mehr wieder. Ah, was suchst du denn jetzt? Mein Glas. Alter, wir haben so viel Glas, nimm doch. Ich habe vorhin Glas aber im Inventar gehabt. Wo ist das? Ja, wird dann auch noch in deinem Inventar sein. Nein. In deinem Knappsack. Nein. Hast du da schon nachgeguckt? Ja. Glaube ich dir irgendwie nicht. Hä? Ich guck nochmal rein. Nein. So. Hab ich's da reingetan? Nämlich das halt. So. Hä? Achso, das ist anderes Glas. Wie geht das denn? Was? Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich lege jeden Tag ein Ei. Sonntags auch mal 2. Genau. Ja. Wäre schön. Ja. So ein Huhn in der McDonalds-Verarbeitungskette wäre ich jetzt nicht so gern. Boah, ich hab mal wieder richtig Bock auf McDonalds. Wie kommt das nur? Ich könnte es dir sagen. Ich auch, glaube ich. Warum denn? Mag an dieser Diät liegen. Die ähne ich auch noch. Mach halt eine Diät mehr, sonst bist du ja nicht satt. Ah! Das satt werde ich. Aber letztens bin ich dann mit dem Zug von meiner Freundin dann halt nach Odensee zurückgefahren. Mhm. Und dann der Bus, den ich danach nehmen sollte, erstmal eine halbe Stunde Wartezeit, ne?
Da bist du dann versucht, am Bahnhof zu McDonald's zu gehen. Und dann guckt es dich so an und du denkst... Und dann denkst du dir, na gut, dann nicht. Da hast du deinen Schweinehund überwunden und dann sagst du dir, na gut, dann kann ich mir was zu trinken kaufen, ne? Halt eine Cola Zero. Ich hab geguckt, die haben die grüne Cola im Übrigen nicht. In der grünen Cola habe ich auch gesehen, ist Zucker drin. Ich glaube, das ist dann eh dann scheiße. Achso, dann ist es ja echt kacke. Da ist Süßungsmittel und Zucker drin. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber... Da sind wieder irgendwelche klugen Köpfe gewesen, die sagten... Nur Beutefrei. Da bescheuert eigentlich, oder? Auch so ungefähr in dem Tonfall. Ja. Süßungsmittel reicht nicht. Ist nicht süß genug. Das muss richtig kleben, versteht für ihn. So. Wenn ihr jetzt alle euren Würgereiz unterdrückt habt, darf nicht aufstoßen. Dann bin ich dann halt rein, wollte mir eine Cola holen halt. Und was kann man denn da so kaufen? Brötchen, Pizza, ganzen guten Sachen, ey. Tja. Scheiße so an sich, ne? Ja. Aber, Leute, aber, ich mach bald eine Ausnahme. An deinem Geburtstag. An meinem Geburtstag. Weil Geburtstag ohne Kuchen, das geht leider nicht. Kannst nicht bringen. Kann ich nicht bringen. Ich werde dann wahrscheinlich ein Kilo wieder zunehmen. Alles für den Arsch. Verdammt. Ich finde es gut, dass du denkst, dass ich nur ein Kilo abgenommen habe. Ja, nee. Bestimmt schon mehr. Das erste ist eh nur Wasser, was du verlierst am Anfang. Ja, genau. Aber mittlerweile fälle ich ja kein Wasser mehr. Dürfte ich auf jeden Fall nicht. Denkst du? Verliere die ganze Zeit Wasser, weißt du, total dehydriert. Du aufgedunsenes Stück, ey. Ich darf das sagen, ich bin auch fett. Und wer sagt, dass ich damit klarkomme? Ich. Ich, denn ich weiß selbst, wie es ist. Ja. Okay, lassen wir das mal so gelten. Was hat hier Anonymous eigentlich noch im Inventar? Nur den geilen Shit. Darf ich einmal anmerken, dass ich am... Wann kommt die Folge? Die kommt wahrscheinlich viel zu spät, ne? Wieso? Guck mal, wann kommt die Folge? Soll ich gucken? Ich guck grad. Engineers. Ah ne, dann hätte ich das schon in der ersten sagen müssen. Tja, zu spät. Ich war auf der RPC. Wenn ihr Glück habt, habt ihr mich da getroffen, wenn nicht, Pech. So. Schade für alle, die dich treffen wollen. Schade, schade, Schokolade. Mir hat einer letztens einen Kommentar geschrieben, ob man von mir Autogramme bekommen kann. Hast du nein gesagt? Sehr mehr, nee, kostet, habe ich gesagt. So ist ja der Nefias. Bei mir gibt sie gratis. Aber von mir will ja auch keiner was. Ah, geh mal auf die Gamescom. Ja, dann ist es egal, wer ich bin, ne? Da will jeder. Wenn du dann richtig stehst, will jeder von dir ein Autogramm. Ich habe mir immer noch keine Samstagstickets gekauft. Ja, du wirst auch keine mehr kriegen. Warum denn? Ja, ausverkauft. Nein, die Server sind nur down. Nee, die sind ausverkauft. Nein. Doch. Auf deren Twitter-Seite stand das. Die sind schon ausverkauft. Nein. Doch. Das stand da nicht. Für Donnerstag und Freitag habe ich nämlich noch gekauft und Samstag war nicht verfügbar. Ja, aber das ist auf deren Twitter-Seite stand. Wir haben derzeit technische Probleme. Die Samstags- ja, und deswegen Tickets gibt es nur für Samstagstickets nicht, oder was? Das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber das. Aber glaube mir. Nee, du willst es glauben. Nein, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich fotografiere dir das jetzt ab. Was wollte ich jetzt bauen? Ja, weiß ich auch nicht. Aber ach ja, ein Iron Tank wollte ich bauen. Na Leute, ich muss das jetzt einmal nachchecken wieder.
What the fuck? Warum kann ich das nicht bauen? Fotografierst du mir das jetzt echt ab gerade? Nein, ich gucke noch mal nach. Aber da steht, das Samstagsticket ist aufgrund von technischer Schwierigkeiten aktuell nicht verfügbar. Wir sind dabei, das zu beheben. Okay. Dann musst du aber lauern, ey. Und dann war gestern der Ticketshop von den down. Also ich lauere eigentlich noch. Ich habe für Donnerstag und Freitag gekauft. Aber ich habe ja heute die Mail bekommen, dass das Netzwerk die Freigabe für die Pressetickets bekommen hat. Das ist cool. Da bin ich natürlich nicht da, ne? Donnerstag bin ich natürlich nicht da. Aber Freitag. Freitag und Samstag. Nee, warte mal. Mittwoch bin ich nicht da. Mittwoch? Bist du Donnerstag, oder? Da, Donnerstag bin ich da, ja. Krasser Junge. Donnerstag und Freitag habe ich schon gekauft. Wenn ich Donnerstag gehe, dann lungere ich, glaube ich, nur in den Presseräumen rum, wo es angenehm ist. So. Ja, ist natürlich ein bisschen doof, weil die meisten, mit denen ich dann ja da so hin soll, ne, hängen ja alle dann da. Alle von der Lions und wahrscheinlich alle Presseausweis haben. Ja, so wird's sein. Nein, aber Presse, du hängst echt relativ wenig im Pressebereich. Das meiste hängst du wirklich mittwochs im Pressebereich rum. Ja, gut, das Einzige, was du für die anderen Tage hast, der Vorteil halt, du kommst sofort rein. Und du kannst umsonst Getränke schnorren. Das ist super. Ja gut, aber Mittwoch wird ja eh nicht, weil ich werde halt einfach nicht Fachbesucher sein können. Und warum pflanzt du eigentlich keine neuen Bäume an? Weil... Ja, deswegen. Aber ja, mein Netzwerk ist halt nicht so cool wie euers. Deswegen kann ich das... Wer war das nochmal? Nee, komm, lass es. Nee, euer Netzwerk ist ja echt, da kriegt ihr nicht mal eine Chance drauf, ne? Kriegen ja echt nur die Großen. Durch mein Netzwerk, schickt mir sogar, also jetzt an sich so, der Vergangenheits-Nefi, der war noch nicht auf der RPC, der Zukunfts-Nefi, wenn ihr die Folge seht, schon. Ich krieg sogar jetzt ein Ticket für die RPC von meinem Netzwerk. Voll cool. Voll Knorke, ey. Diese Aussagen sind nicht gesponsert. Diese Aussagen sind nicht gesponsert. Nee, noch nicht. Kauf die GameStar. Mit der haben wir ja wenig zu tun. Kauf die GameStar. Ach, lass das Thema wechseln, ich werde immer traurig bei sowas. Das deprimiert mich. Gut, dass die Folge auch zu Ende ist, dann bin ich nicht mehr ganz so deprimiert. Toll, vielen Dank fürs Zusehen. Halte in der nächsten Folge ein. Bis dann. Ende aus Nikolaus. Projekt zu Ende. Ende aus Nikolaus. Bis zum nächsten Mal.